Hallo und herzlich willkommen, meine liebste Zuschauerschaft, zu einem weiteren Vlog meines Urlaubsvlogs. Ja, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, seit mal wieder ein Video kam, denn ich habe mich dafür entschieden, die Videos einfach zu Hause zu machen, denn im Urlaub kam ich überhaupt nicht im Workflow rein, das hat irgendwie alles nichts gebracht. Ich hatte auch irgendwie gar keine Zeit, dann im Zimmer zu sitzen, mich da hinzusetzen und irgendwie Videos zu schneiden. Und selbst wenn, hätte das wenig gebracht, denn die Upload-Geschwindigkeit in dem Hotel, die war Highspeed-mäßig richtig Premium und zwar mit 0,05 Mbits pro Sekunde. Das letzte Video hat schon 3 Tage gebraucht, bis es hochgeladen war. Darum habe ich mir gedacht, wartest du einfach, bis du zu Hause bist, da kannst du das viel besser machen, da geht es einfach flotter und lockerer von der Hand. Und darum wird es jetzt Zeit für den zweiten Vlog. Da reden wir einfach mal ein bisschen über das Hotel. Das Hotel nennt sich Amway Rotana und ist am Jumeirah Beach, an der berühmten The Walk Strandpromenade. Dort gibt es ganz, ganz viele Einkaufsmöglichkeiten und Shops und Klamöttchenladen hier und ein bisschen was da. Es ist jetzt nicht so ganz für mich, aber auch die berühmte Palminsel ist gar nicht weit weg. Und das gesamte Hotel liegt eigentlich ziemlich zentral, wenn man sich einfach mal die Sehenswürdigkeiten in Dubai ansehen möchte. Da und da und da, das ist alles schön zentral und eigentlich relativ schnell zu erreichen. Was hat dieses Hotel? Was macht dieses Hotel so besonders? Klar, es liegt direkt am Strand, was aber erst ein bisschen komisch wirkt, denn es ist irgendwie mitten in der Innenstadt, was es aber gar nicht ist. Der Strand ist über einen Aufzug zu erreichen. Ganz komische Sache. Trotzdem geil, ich habe da ein paar Aufnahmen für euch vorbereitet. Dieser Vlog wird nicht allzu lang werden, denn so viel gibt es über das Hotel gar nicht zu sagen. Also sagen wir einfach mal, los geht's! Fort möchte ich aber nochmal auf ein paar Kommentare zu dem letzten Vlog eingehen. Und zwar haben viele, viele geschrieben, hast aber eine scheiß Reise gehabt. Das erinnert mich daran, warum ich erst gar nicht verreise. Und wenn, dann höchstens in Deutschland. Das finde ich sehr, sehr schade. Haben auch einige geschrieben, das ist sehr schade, denn so verpasst man wunderschöne Orte auf der Welt. Und ja, so ist es. Und wenn man jetzt glaubt, in Deutschland Urlaub zu machen sei günstig, Dubai war jetzt natürlich extrem teuer, dieser Urlaub. Da könnte man sich jetzt auch das Spitzenmodell eines Yamaha Heimkino-Receivers plus Endstufe noch dahinstellen. Das wäre sogar noch günstiger gewesen. Aber egal, wenn man in Deutschland irgendwo Urlaub macht, das ist auch nicht unbedingt günstiger. Und man verpasst halt viel. Es ist schön, andere Sprachen mal zu hören, zu erlernen, andere Ortschaften zu sehen, andere Sitten zu lernen. Das ist richtig was Geiles. Das macht Spaß. Aber jetzt erstmal ein paar Bilder von diesem Hotel. Guten Morgen, liebe Leute. Ja, jetzt hier schön aufgewacht, im Zimmer gerade frühstücken gewesen. Das ist auch eine lustige Erfahrung hier. Man kann nicht einfach ans Buffet gehen und zum Tisch gehen. Nein, man muss hier Zimmernummer angeben, dann kriegt man einen Tisch zugewiesen. Dann muss man gefühlte 3 Stunden auf einen Kaffee oder Tee warten. Und erst dann kann man sich was zu essen holen. Aber naja, läuft, schmeckt gut, passt. Ach komm, stell dich nicht so an. So schlimm war es dann gar nicht. Da war schon in Ordnung. Zumindest war der Kaffee ordentlich heiß und schmeckte sogar. Ja, Musik läuft auch. So muss er sein. Und ja, gestern habe ich schon den Fernseher unbrauchbar gemacht, denn ihr kennt diesen Hotelmodus bei Fernsehern. Und ein deutsches Programm war mir ein bisschen zu wenig, also habe ich den Hotelmodus gelöscht und wollte mich auf eigene Sendersuche begeben. Jetzt funktioniert es gar nicht mehr. Jetzt muss ich erstmal wieder Netzwerkzugangsdaten für den Fernseher bekommen. Mal gucken, wo ich die herkriege. Zimmerservice freut sich sicher, wenn ich sage, habe ich Shot gemacht. Aber guckt euch mal diese geile Aussicht an. Ist jetzt nicht das Burj Al Arab oder Burj Khalifa, das kommt alles noch in den nächsten Vlogs. Aber geil. Mir war das gestern auch ziemlich egal, wie oder beziehungsweise welches Zimmer ich bekomme. Hauptsache, es war eins fertig, wo ich einfach mal ein bisschen pennen konnte. Und in Dubai ganz wichtig, Germany Import. Denn außerhalb von Hotels ist Dubai alkoholmäßig extrem trocken. Man kann hier und da schwarz ein bisschen Bier holen, aber für ein halbes Literchen Bier 7 Euro zu bezahlen, umgerechnet um die 40 Dirham, nee, auf keinen Fall. Das ist einfach krass, man kennt das von Deutschland gar nicht. Selbst wenn man in Frankfurt wohnt oder sowas, da sind die Hochhäuser ja schon klein im Gegensatz zu Dubai. Und hier im Wuppertal, da gibt es solche Hochhäuser mit 25 Etagen erst gar nicht. Und wenn man dann ganz oben steht, da geht es ein bisschen anders. Wie soll das erst beim Burj Khalifa werden? Bam, der wird demnächst auch kommen. Da wurde sich auch viel, viel gefragt. Oh, bitte macht ein Video von und vor allem von dem Aufzug. Ich finde das so geil. Klar, werde ich machen. Für euch mache ich das doch gerne. Video darüber wird auch noch kommen. Aber erstmal hier nochmal. Also es ist unglaublich, wie
wie geil das irgendwie ist, so hoch zu sein oder einfach von unten nach oben zu gucken. Ist irgendwie geil. Unten an der Poolbar kann man einfach schön chillen und relaxed da sitzen und seine Drinks genießen. Das macht richtig Spaß. Auch wenn man da so ein bisschen so selber seine Musik mitbringt. Wenn es nicht zu laut ist, dann stört das keinen Menschen und man wird dann eher noch angesprochen, so nach dem Motto, ey, da hast du mal coole Musik laufen, denn im Hotel selber die Musik, das war irgendwas Gefälschtes, um die GEMA zu umgehen, damit wir keine Urheberrechtsverletzung im Hotel oder sowas hat, weil die haben wahrscheinlich nicht unbedingt Bock, Geld dafür zu bezahlen für GEMA und sowas alles. Also war da ständig irgendwie was Gefälschtes. Kennt man zwar alles, aber irgendwie nichts Originales. Und gefühlte, das jeden Tag dieselbe Leier. Das war nervig. Wie als wenn man hier einfach ein Radio anmacht. Immer selbe Kakolores, ne? Also das war dann ein bisschen nervig. Und wenn man dann selber seine Musik dabei hatte, dann war das schon echt interessant. Auch über das Essen im Allgemeinen kann ich mich überhaupt nicht beschweren. Essen ist mir extrem wichtig, auch im Urlaub. Klar, man kann da jetzt nicht erwarten, dass man jetzt das deutsche Standardessen Bratwurst und Bratkartoffel oder sowas kriegt. Nein, aber trotzdem, da gab es vernünftiges Essen. Da gab es Nudeln, da gab es ab und zu mal Pommes, da gab es Kartoffeln. Das war immer richtig Abwechslung. Jeden Tag gab es immer was anderes zu essen. Nicht so wie in anderem Urlaub, wo zum Beispiel in der Türkei war oder sowas. Da gab es jeden Tag an derselben Stelle immer dasselbe Essen. Und wenn man dann 3 Wochen dieselbe Scheiße vorserviert kriegt, dann denkt man sich, ne komm, ey, das kann ich nicht mehr sehen. Am ersten 2, 3 Tage, boah, geil, schmeckt noch. Aber dann, ne, war hier ganz anders. Hier immer schön abwechslungsreich, auch zum Frühstück mal was anderes, zum Mittagessen was anderes und zum Abendessen immer noch was anderes. Das war richtig toll. Und auch die Atmosphäre in dem Restaurant, die war richtig cool. Man konnte entweder drinnen oder draußen sitzen. Man kriegte immer einen Tisch zugewiesen. Da wird zum Beispiel jetzt nicht, wenn einer jetzt alleine ist, der kann sich dann nicht an einem Tisch für 6 Leute oder sowas setzen. Nein, man wird dann immer schön zugewiesen. Man kann sagen, oh, ich möchte da und da gerne sitzen. Und wenn es möglich ist, wird es getan. Da kriegt man seine Getränke dahin bestellt, wenn man das möchte. Kriegt man alles dahingestellt. Und das ist richtig Service vom Feinsten. Das war toll. Und hier habe ich jetzt mal eine Aufnahme von draußen gemacht. Und zwar mit dem Samsung Galaxy S8 Plus. Und da merkt man, so schlimm sind die Außenaufnahmen mit dem Handy gar nicht geworden. Klar schleiert es ein bisschen, aber passt schon. Und selbst der Verkehr. Man hat das Gefühl, man ist da an der Hauptverkehrsstraße. Aber der Lärm des Verkehrs hält sich wirklich in Rahmen. Das werdet ihr in den nächsten Videos auch noch erfahren, in dem nächsten Vlog, dass der Verkehr sich da wirklich auch im Rahmen hält. Wenn man dann mal in Richtung Strand geht, der zwar jetzt irgendwie weit weg aussieht, aber gar nicht so weit ist,
dann sieht das Ganze irgendwie ein bisschen schon wieder alles noch eine Ecke wuchtiger aus mit den ganzen Hochhäusern in der ganzen Umgebung. Hier zum Beispiel die Aufnahmen gerade zeigen. Es ist irgendwie unglaublich. Aber trotzdem, man kann da einfach rumchillen. Abends sieht das Ganze nochmal irgendwie besser aus. Da kann man zum Beispiel schön unten in der Poolbar sich schön aufhalten, rumchillen und seine Drinks richtig genießen. Das macht schon Spaß. Und da hat man sogar irgendwie das Gefühl, als wäre man gar nicht in so einem riesigen, komplexen Gebäude, sondern als ob man irgendwie wirklich auf so einer Insel wäre und man hätte wirklich seine Ruhe. Aber wenn man dann mal in der Umgebung ein bisschen rumschaut, dann hat man direkt quasi um die Ecke des Hotels, findet man erstmal ein Starbucks-Café. Das finde ich richtig genial. Ich denke mir, mein Gott, ey, du kennst du doch irgendwo her. Und selbst ein McDonald's ist da nicht mehr weit weg. Das ist unglaublich. Der Service von dem Hotel, das ist echt irgendwie ganz außergewöhnlich. Habe ich so noch nie erlebt und kam mir fast schon ein bisschen nervig vor. Ich habe mir gedacht, ich bin jetzt hier kein Bill Gates oder Mark Zuckerberg oder Gott weiß was. Ich bin ein ganz normaler Mensch, aber das interessiert die gar nicht. Die haben ihren Service, das ist richtig geil. Die halten dir die Tür auf. Wenn du da mit dem Taxi angefahren kommst, dann musst du am besten noch warten, weil die halten dir die Tür auf, holen dir das Gepäck aus dem Kofferraum raus und halten dir sogar noch die Tür auf im Hotel rein. Ne, begrüßen dich dann, welcome back und sowas alles, fragen dann auch gelegentlich, ob man noch irgendwelche Wünsche oder sowas hat. Das ist richtig megamäßig auch und auch der Service im Zimmer selber, der Room Service, das ist sowieso der Knaller. Ey. Die kommen mehrmals am Tag, richten das Bett mehrmals, geben dir mehrmals neue Handtücher, obwohl man die gar nicht braucht. Abends kommen die dann nochmal, ist unglaublich, die kommen 3-4 Mal am Tag oder sowas. Thank you. Good evening, ma'am. Die Aufzüge waren aber ein Fall für sich. Natürlich, man hatte 3 Aufzüge zur Auswahl, aber irgendwie war das manchmal trotzdem so eine Art Spießrutenlauf. Ja, welcher hält denn jetzt auf meiner Etage? Oh, alle? Nee, keiner.
Im nächsten Vlog ist es dann soweit. Wir werden das höchste Gebäude der Welt besuchen. Da haben ja viele geschrieben, oh, das muss ich unbedingt machen. Bitte mach Aufnahmen von den Aufzügen. Ich finde das so geil. Klar, für euch mache ich das gerne. Das luxuriöseste Hotel wird auch zu sehen sein. Das Burj Al Arab, das Wahrzeichen von Dubai. Und wir werden mal generell so ein bisschen gucken, wie sieht Dubai überhaupt aus mit den ganzen Hochhäusern. Denn Dubai ist ja eigentlich eine riesige Baustelle. Das werdet ihr im nächsten Vlog erfahren. Und wie sieht das überhaupt mit dem Verkehr da aus? Ja, wie schlängelt sich das Ganze überhaupt durch die ganzen Hochhäuser rum? Das werdet ihr im nächsten Vlog erfahren. Und somit komme ich dann zum Ende dieses Vlogs über das Amway Rotana Jumeirah Beach Hotel, welches ich richtig cool finde, wenn man sich mal wirklich wie so eine VIP-Person fühlen möchte. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben. Und wenn du nichts verpassen willst, wie immer, abonniere mich einfach. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Und wie gesagt, das wird dann der dritte und letzte Vlog sein. Und dann geht es wieder mit normalen Sachen weiter, wie zum Beispiel endlich mal eure Kanalvorstellung. Soundchecks sind mal wieder dran, wie Musik einen verarschen kann und sowas alles wieder. Und dann haben wir bald auch schon wieder Weihnachten. Mein Gott. Und in Dubai denkt man, es wäre Juni. Bis zum nächsten Mal. Bleibt mir gesund und munter. Dein Speaker Shocker. Bye, bye.